Aktuell leben 41 Orcas in Gefangenschaft. Als ich selbst mit der Arbeit bei der WDCS begonnen habe, waren es noch 56. Das heißt, der Trend der Anzahl der Tiere oder der Schwertwale, die weltweit in Gefangenschaft gehalten werden, ist negativ. Das heißt, die Anzahl geht zurück. Das ist natürlich begründet dadurch, dass eine sehr hohe Sterblichkeitsrate durch die Gefangenschaftshaltung hervorgerufen wird. Sind diese Tiere für ein Leben in Gefangenschaft überhaupt geeignet? Es handelt sich bei Schwertwalen oder auch Orcas genannt, eben über sehr sozial lebende Tiere, die in sehr engen Familienverbänden zusammenleben. Das älteste Weibchen hat sozusagen dort die Hosen an und ist Chef der Gruppe. Männliche Tiere, vor allem in ortstreuen Gruppen, bleiben ein Leben lang bei den Weibchen. In freier Wildbahn ist kein einziger Vorfall dokumentiert, bei dem ein Orca einen Menschen getötet hätte. In Gefangenschaft hingegen verfügen wir über eine Listung von mindestens 40 Vorfällen von schwerwiegenden Verletzungen oder Unfällen, die von Orcas gegenüber den Menschen verursacht worden sind. Man muss bedenken, dass man aber kaum Zugang zu solchen Informationen erhält. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass weit mehr Vorfälle passiert sind, jedoch der Öffentlichkeit gegenüber verschwiegen wurden. Sie können Schwertwalen helfen. Werden Sie einfach Walhelfer bei der WDCS. Tragen Sie sich in unseren E-Mail-Kampagnen-Newsletter ein. Sie erhalten stetig aktuelle Informationen, wie Sie helfen können. Oder übernehmen Sie zum Beispiel eine Patenschaft für einen Orca, um diese Tiere in freier Wildbahn zu schützen.